Ich bin froh, dass ich nicht alleine so ein Vollidiot bin, der sich da in den Höhlen verläuft. Ich glaube, hier könnte es sogar gut sein. Okay, ja. Ich traue mich nicht, in den Chat zu gucken. Ihr Wichser, wie blöd seid ihr eigentlich? Der ist schon so hart am Abstrafen. Sich bei Minecraft zum Spawner. Ey, was ist das? Scheiße. Ey, das ist alles voll miteinander verbunden. Ist auch nicht lang. Bist du da? Hey, Tobi. Rat mal, wer beim Holz ist. Ich hasse dich. Warte, ich guck mal. Und da geht's dann auch wieder weiter. Alles klar. Ich versuch dir mal zu holen gerade. Oh, hier ist noch Eisen. Folge mal meinem Namen, falls du ihn siehst. Das Ding ist, man sieht den immer nur so winzig. Schwarz transparent irgendwie, das ist immer voll kacke. Aber kannst du in die Richtung gehen ungefähr, wo der Name ist? Ich sehe den Namen noch nicht, warte. Warte. Ich stelle mich mal ganz kurz. Doch, warte mal, da hinten sehe ich deinen Namen. Ja, ich komme mal in deine Richtung. Ist die Frage, ist es hier lang? Ach da. Nee, da lang. Also einfach in die Richtung zumindest, das ist ja schon mal was. So. Bist du da irgendwo hochgehüpft? Weiß ich nicht. So, hier nach oben. Yeah, Tor, wir sind gleich wieder frei. Yeah! Horizon! Horizon! Hast du das Spiel eigentlich mittlerweile durch? Na, du? Ich muss ja zu meiner Verteidigung gestehen, ich hab's erst eine halbe Stunde gespielt. Was? Und du konntest das Gamepad aus der Hand legen? Ja, wider Willen halt, ne? Achso, warum? Ja, muss ja aufnehmen dann, aber ich. Ach so. Ich will das auf jeden Fall. Ich wollte das irgendwann mal let's playen, aber jetzt nicht im Moment. Ich dachte wegen deinen wichtigen Börsengeschäften wieder. Ja. Der Tobi, das wissen wenige. Der Tobi ist ja sehr aktiv an der Börse. Ich bin Broker. Ja. Ich bin broke und er ist Broker. Hallo? Oh nein. Ah, ich dachte schon. Nein, was ist denn los? Schon wieder eingefroren? Hä? Warum? Was ist denn los? Mein Mausfall ist nicht mehr da. Hallo? Hallo Mausfall. Jetzt geht's. Nicht mehr. Hä? Was ist los? Warum geht das heute nicht? Vielleicht ein Java-Update irgendwie rausgekommen und der will, dass du das unbedingt machst oder so? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, ja. Was könnte das sein? Wie gesagt, Minecraft ruckelt bei mir im Vollbild halt auch heute. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht irgendwie damit zusammenhängt oder so. Ich habe keine Ahnung. Das hatte ich noch nie. Wie gesagt, wie ist das eigentlich? Upgradet sich der Life in the Woods Launcher eigentlich automatisch, wenn da irgendwas rauskommt, oder? Also ich habe es für After Humans habe ich das halt ausgemacht, weil wenn die halt irgendwie irgendwas updaten und dann hast du die Mods dafür nicht oder so, die Mods sind nicht verfügbar dafür, deswegen habe ich das auch manuell gemacht lieber. Tja, ich habe wieder die Ladeschnecke. Das ist ja ein gelungener Tag heute. Ist bei mir heute schon den ganzen Tag bei Minecraft so, lese ich gerade. Alles klar. Okay. Okay. Shader mal deaktivieren. Ach Quatsch. Ich hab die Shader dort immer. Und das Problem hatte ich aber irgendwie noch nie, nur heute. Das ist heute das erste Mal, dass ich so ein Problem habe bei Minecraft und ich habe ja keine Einstellung geändert. Timmys Rache. Schnell, bitte bau ihn ein. Nein, wir wollten heute mal, weil wir ja hier unterwegs mit Monstern sind, wir haben andere Feinde heute. Als uns gegenseitig. Ja, vielleicht weil du Shader gewechselt hast. Nee, habe ich ja nicht. Ich habe nichts geändert. Bei mir ist alles wie immer. Okay, ja, muss ich dann wieder ausmachen oder was? Muss ich ja wieder neu starten? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt alle 10 Minuten Minecraft neu starten muss. Wenn du das Spiel wirklich magst, machst du das. Ich mag es ja. Wenn es läuft. Mehr RAM zuweisen kann ich gar nicht. Hast du eigentlich immer noch 64 GB zugewiesen? Von deinen 120? Nee, der hat ja irgendwie so ein Maximallimit, was er selber benutzt überhaupt. Ja, das ist. Ich starte einfach nochmal. Schöne Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Entschuldigung. Das ist schlechtes Karma. Na gut, das kann sein. Okay. Ja, ich starte jetzt nochmal neu. Hey Tobi, was machst du denn alles Schönes in Game heute? Ich mach gerade Eisen. Du machst gerade Eisen? Ja, also ich brutzel es gerade. Also du stemmst. Ach so. Danach packe ich noch mein Brot auf den Toaster.
Ah, okay. Du hast einen Ofen jetzt dir hingebastelt? Ich habe einen Ofen mitgenommen gehabt vorhin, ja. Ah, okay. Das ist eigentlich ganz clever. Sollte ich vielleicht auch mal machen und zwischendurch Eisen brutzeln, um das zu Blöcken zu machen. Aber ich nehme das immer irgendwie... Ich steck das einfach mal fröhlich vor mich hin. Kann man das dann wieder auseinander machen, als ohne dass man es abbauen muss? Ja, wenn du so einen Eisenblock hast, kannst du einfach einen neuen Eisenbarren craften. Also umcraften. Brauchst nicht mehr eine Werkbank dafür, einfach so im Inventar. Ah, okay. Ja. Ah, ist das schön hier gerade. Ja, gut, dass ich dann heute genau die Webcam anhabe. Okay, warte, Tobi, warte. Hörst du das gerade? Was machst du da? Warte. Alter! Ich öffne jetzt oh. ein Bildersammelpack hier, diese Sticker. Oh, von Webstars? Ja. So, ich hab erst ein Tobi. Ich wollte eigentlich alles voller Tobis haben, ich habe aber erst einen. Und jetzt habe ich hier Breeding Unicorns, kenne ich leider nicht. Ich habe von den Webstars, also von dem Hersteller von Panini tatsächlich eine vergoldete Webstars Panini Sticker im Rahmen geschickt bekommen, weil sich das so verdammt gut verkauft hat. Echt? Ich glaube, die haben irgendwie 2 Millionen Sticker-Päckchen drucken müssen. Boah, leck mich am Arsch. Hat sich echt super verkauft teilweise. Das liegt aber nur daran, ich kann ja sagen, woran das liegt. Weil alle ihr Sticker-Album nur mit Tobi vollkleben wollen, so wie ich. Und was habe ich hier? Ardo Koyo, irgendein Jill, kenne ich auch nicht. Anna Lisa, kenne ich auch nicht. Rob Bubble, kenne ich auch nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Rob Bubble habe ich schon mal gehört. Ja. In den Charts oder? Bei Bubble. Weißt du, quatschen, bubbeln. Ach so. Ah, daher kommt das. Hey, Bubble. Du bist ja wieder. Ja, warte. Ich logge gerade ein. Da kann ich wieder 10 Minuten spielen. So, 2 Millionen Sticker. Päckchen. Alter. Bleib mal besser hinter der Tür. Bist du mutig? Also. Hey, kann ich die Pfeile damit nehmen? Leider nicht. Oh, schade. Es wurde vorgeschlagen von, warte mal, wie hieß er? Lass, glaube ich, im Chat. Ihr sollt doch den Erik mit dem Türblut. Ah! Das war ich nicht. Was war das denn? Erik. Das war ich nicht. Boah. Du hast Folgendes gemacht, guck mal. Nee. Tobi. Komm, nein. Tobi, du hast dich selber mit einem Pfeil getroffen, weil du gerade einen Block abgebaut hast. Ich weiß doch. Ist klar. Und ja, ich weiß, wer Rob Bubble ist, Mann. Der war doch auch in der Mansion. Mansion? Mansion. In der Mansion. Mansion 2017, die uns beschäftigen. So, Tobi, was machst du hier? Bist du am Brutzeln? Ja. Ah, Brot, cool. Ghost, Toast. Kennst du das von SpongeBob? Nee. Okay. Oh nein. Möchten Sie Einrastfunktion aktivieren? Nein, möchte ich nicht! Mach doch mal eine Einrastfunktion. Nein. Wo? Hey, du. Hast du zufällig meinen Toast gesehen? Hä? Was deine Schritte? Toast. Was denn? Was denn? Ich habe den Toast abgenagt. Hä, du hast mit Knochen in meinen Augen. So, ja, mach du mal. Wenn du auch einen Toast möchtest, sag Bescheid. Ja, ich hab ein paar Burger dabei. Oh gut, ich bediene mich an trockenem Sandwich-Toast.
Obwohl ich jetzt voll Bock auf Toast hätte. Was? Aber ich voll Bock auf. Jetzt hätte ich wirklich Bock auf Toast. Einfach. So belegter aber so Toast. In echt, ne? Boah, ja, so ein belegter Toast ist einfach geil. Der wird so unterschätzt, so mit Butter drauf und irgendwas drauf. Oh, so lecker. Was ich wirklich nur empfehlen kann, ist diese Sandwich-Burger-Soße von Marco von Ehrliches Essen. Hast du das schon mal gehört von? Nein. 3 Esslöffel Mayo, 3 Esslöffel Ketchup und 1 Esslöffel Senf, so ein Mini-Gehäuften. Das hört sich an wie eine Burgersoße, wie eine reelle Burgersoße. Das in so eine Schüssel schön umrühren, dass es komplett vermischt ist und boah, mega mäßig. Dann auf ein Toastbrot mit ein Stück Salat, eine schöne Mortadella. Alter. Das hört sich nach was Reellem an, Tobi. Boah. Wieso ist Mjölnir schon wieder kaputt? Wer? Mjölnir ist schon wieder kaputt. Wer ist denn Mjölnir? Mjölnir ist mein 3x3-Hammer. Ich weiß aber nicht, warum der jetzt im Arsch ist gerade. Soll ich mal gucken, soll ich den rausholen? Ja, das wäre ganz gut. Der ist mit dem großen Ende zuerst rein. So, ich dachte nämlich, dass hier dieser Schalenstein sieht eigentlich ganz gut aus. Für die Vault könnte man den bestimmt mal gebrauchen. Wolltest du den gerade mitnehmen? Ich lese gerade, oh mein Gott, der Kanal gehört dem Vater von einem Kumpel von mir. Tobi, hast du gehört? Ach, Ehrliches Essen? Ja, Ehrliches Essen. Ah, okay, cool. Ja, super Kerl. Lass mal schöne Grüße ausrichten. Du hast ja schon ein paar Mal davon erzählt, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch nicht reingeguckt. Mein Essen ist immer noch sehr unehrlich. Unverlogen. Nein. Klar. Essen ist nie unehrlich. Man sollte immer das essen, was einem schmeckt, finde ich. Du gräbst mit dem Boden unter den Füßen. Da war doch Eisen. Entschuldigung. Hier, wieder mal. Guck mal, das ist dieses Eisen. Das ist. Tobi? Wo ist denn der Ofen? Wo ist denn das alles hin, Tobi? Die haben es abgebaut, zur Sicherheit schon mal. Komisch. Man gräbt sich nicht nach unten. So. Ja, ich. Ja. Das ist ja verherrlich. Und wenn alle sagen, spring nicht in den Brunnen, springst du dann auch nicht in den Brunnen. Was? Aber ich glaube, das hier ist ganz cool. Also dieser Schalenstein, das ist, glaube ich, echt ganz cool. Ich wünschte nur, ich könnte Mühlen jetzt reparieren. Was benutzt du eigentlich zum Verzaubern von deinen Waffen? Hast du dir ganz normal so einen Verzauberungstisch eigentlich gebaut? Oder gibt es da irgendeine spezielle Mod? Habe ich schon mal gefragt, glaube ich. Ich bin ganz ehrlich, ich habe meine Waffen alle gefunden, die verzaubert sind. Ach so. Ja. Okay. Ich finde es so umständlich, Bücherregale zu bauen. Das ist voll scheiße. Ja, aber es gibt ja die tolle Möglichkeit. Mir wurde ein Tipp gegeben. Du kannst ja einen gesamten Baumstamm pressen zu einem Blatt. Es ist so sinnlos. Es ist so, weißt du, so, ja, das geht viel schneller. Was? Ein Amazonasgebiet später. Du musst ein ganzes Amazonasgebiet für 3 Harry Potter Bücher abbauen. Einfach. Ja, genau. Es ist einfach mega sinnlos, also weiß ich nicht. Deswegen habe ich mir jetzt diese Sägemühle gebaut in der Vault, aber die funktioniert noch nicht, weil ich Strom brauche. Und ich habe jetzt so einen Dampfaggregator, sage ich mal, aber der funktioniert noch nicht, weil ich noch nicht angeschlossen habe. Damit muss ich noch ein bisschen rumspielen, bis der funktioniert. Okay. Also, da baue ich mir einfach so, ich versuche mir irgendwie Bücherregal so zusammen zu. Ich würde gerne ein paar Waffen verkraften. Verzaubern. Achso, verzaubern. Ah, ist klar. Ja. Na, stimmt, würde ich auch gerne. Bücherregale habe ich schon ein paar. Falls du brauchst. Unten in der schwarzen Schmiede quasi. Oh Gott. Was denn? Die darf ich nicht betreten. Warum nicht? Was ist da los? Schwarz ist. Alter, du bist ja so ein Rassist. Was ist da los? Nein, das ist erlaubt meine Religion nicht. Deine Religion hat was gegen schwarze Schmieden? Tobi? Gegen schwarze Mächte. Ach so. Bei deiner Religion hat man da so lustige Zipfelmützen auf? Und tanzt um Osterfeuer? Nennen wir es mal Osterfeuer? Das ist gut möglich. Ja, ach so, na gut. Die haben gesagt, das ist normal. Wir machen das alle so, haben sie gesagt. Ach so, dann ist ja auch nichts Verwerfliches dabei. Und die Osterfeuer finden manchmal auch im Vorgarten von integeren, aber dunkelhäutigen Mitbürgern statt. Da war ich noch nie dabei, ich weiß es nicht. Achso, na gut, ich dachte, ich frag mal. Oh, das ist ja gut. So,
Von dem Hammer, von dem du vorhin erzählt hast. Was ist das für ein Hammer? Das ist der Hammer, Tobi. Hammer. Hammer, Tobi, Hammer. Wenn du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Echt? Oh, danke. Das hat mir noch niemand gesagt, gemacht, dieses Kompliment. Vielen Dank, lieber Tobi. Dieser Hammer, der Mjölnir, habe ich mit den... Ja, mit der Tinkerschmiede habe ich mir da quasi Einzelteile gecraftet und das dann mit dem Tinker-Table zusammengedämmert, gedösselt, also weißt du schon. Und der hat, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube, war es Redstone, nee, Lapis Lazuli, nee, Redstone war es, für Performance drauf. Also der ist sehr, sehr schnell, mit dem kann ich sehr, sehr schnell sehr, sehr große Gebiete abbauen, weil der immer gleich 3x3 wegfisselt und glaube ich dreimal so schnell ist wie eine normale Spitzhacke oder irgendwas in der Richtung. Krass. Also der ist richtig... Für Baustellen, für die Vault und so ist der halt mega. Gibt's auch sowas wie Bohrer eigentlich? Mit Sicherheit. Ich glaube ja, es gibt sogar so einen Laser. So einen Bergbaulaser, den stellst du in eine Richtung und der sammelt alles ein, was in der Richtung ist und macht dir da so einen riesigen Tunnel. Alter. Ja. Geil. Du kannst natürlich dann auch noch einen Filter vorsetzen, dass der quasi nur Rohstoffe, die dich interessieren, sammelt und den Rest einfach direkt in den Müll schmeißt und sowas. Das geht alles. Und ich hätte sowas gerne, aber das möchte ich natürlich nicht hier auf unserer, in unserer Welt einsetzen. Dafür habe ich ja Mystcraft. Mit Mystcraft kann man so Bücher sammeln und, oder selber zusammenstellen. So ähnlich wie, kennst du noch Myst, die Spiele damals? Ja. Das ist basiert quasi darauf, du kannst ja mit Büchern eine Welt zusammenstellen, zum Beispiel eine grüne Welt und wie die NPCs sind, was es alles gibt, lalala. Sogar eine Diamantenwelt kann man sich machen. Die ist allerdings sehr schwierig herzustellen, glaube ich. Und dann kannst du darüber wechseln und dann kannst du in dieser anderen Welt, wie der Mensch es so macht, quasi alle Rohstoffe farmen. So wie bei Starbucks? Ja. Das ist ja sehr geil. Du, ja. Habe ich auch schon ein paar Sachen in dieser Übersicht gesehen. Warte mal, Myst. Mystcraft. Ja, hier sind die ganzen Sachen hier von Mystcraft. Ja, da gibt es zig Sachen. Das würde ich auch unbedingt gerne machen. So, ne? Marmor, Marmor, Marmor. Und hier Schalenstein mache ich dann hier auch mal rein. Ich glaube, den können wir für die Vault gut brauchen. Sonst baue ich den nämlich komplett sinnlos ab. Das wäre nicht so geil. So, ah, Greensleeves im Hintergrund. Ich liebe. Waren das jetzt Schalenstein, was wir hier abgebaut haben, ne? Ja, Schalenstein, genau. Okay, warte mal. Hier. Dankeschön! Hier. Dankeschön! Hier. Dankeschön! Nachher ist er total. Nachher sieht er voll scheiße aus. So scheiße aus. Ja. Da. Horizon. Oh, geil, Marmor, Tobi, danke dir. Du bist ja ein Engel. Du bist ja ein Engel, Tobi. Mäßig. So. Ja, dann gib mir mal deine Flügel. Hier. Kein Popel. Das war der große Houdini. Boah. Was denn? Ich gebe alles für dich, Tobi. Ich gebe alles für dich. Selbst meinen dritten genetisch fragwürdigen Hoden. Was? Was denn? Du hast drei Hoden? Naja, ich sag mal so, Big Production Value. Gab damals mal jemanden, der hatte nur einen. Habt ihr euch zufällig, hast du da zufällig geklaut? Boah, mit seiner Zeitmaschine. Der hat sich das, wie bei Bioshock, weißt du, wie bei Bioshock ist er durch so ein Portal gelaufen. Und dann ist der Hoden, also das Portal wurde immer kleiner, da guckt der Hoden noch raus und flump, sind Zeit um. So war das damals, wie bei Bioshock Infinite. Oh. Ich helfe dir immer. Ich glaube, das reicht. Auch von dem Zeug hier reicht das, glaube ich. Sonst hängen wir noch 10 Folgen rum. Okay, ja. Warte. Hier, ich wollte ja vor allem nur testen, ob das in der Vault was macht. Ob das gut aussieht in der Vault, das weiß ich noch nicht mal. Aber ich glaube, das könnte sogar ideal sein. So, zack. Gut. Welcome to Bright Falls. Ist auch ein geiles Lied. Ach so, bei dir gerade. Mhm. Sag mal, also mit deiner Playlist. Ich habe mal eine Frage. Wie sind wir eigentlich hierher gekommen? Ich, hier hinten, glaube ich. Ja, hier hinten. Warst du eingebaut. Ah, okay, alles klar. Schön hier. Oh. Boah, Fackeln. Was denn? Huch! Ich war mal hier auf dem Boden, weil wir kamen ja von hier. Macht also keinen Sinn, da auf die linke Seite Fackeln zu machen. Oh, der Abendzieler 92 verheilt langsam. Das freut mich. Was machst du da? Nichts.
Fängst du so schon wieder an? Das war für die Tür vorhin. Ich habe mich gerade wieder dran erinnert. Schlechtes Karma. Okay. Die Frage ist natürlich... Was läuft hier? Ich höre was laufen. Oh, was läuft bei dir so? Ich glaube, wir müssten... Wascheln, Zombiefüße, keine Ahnung. Ah. Hey! Boah, Alter. Was denn? Ich bin gerade runtergefallen. Ey, das war knapp. Ja, ist ja nicht so gut. Oh, wo geht's denn hier hin? Oh, du hast da einen Pfeil im Kopf. Ja, das ist normal. Das ist ein Wegweiser. Bist du ein Kompass? Ich mach... Du hast einen Cosplays Kompass. So, meine Nadel zeigt immer nach Norden, Tobi. Okay. Oh, ich habe noch 64 Schalensteine. Warte, zack. Was soll das denn? Oh, hier geht's ja wieder nach unten. Oh, Besuch! Tobi, wir kriegen Besuch! Juhu! Was ist hier los? Ich höre ein leises Seufzen. Doch, kein... Was ist das denn? Ich glaube, du warst hier schon. Ist das die Schlucht? Ja. Ah, ja, genau. Warst du auch schon unten? Ja, da habe ich vorhin diesen komischen Kammer-Tietstein abgebaut, wie der heißt. Kammer-Tietkammer. Hier sind auch so viele Rohstoffe. In der Schlucht ging es dann noch weiter, oder? Also lohnt sich das da jetzt rein? Nö. Okay, also unten ging es nicht mehr weiter. Wie es oben aussieht, weiß ich nicht. Ich war oben tatsächlich nicht überall. Also hier, ja, weiß ich nicht. Aber da drüben, geht so. Das sieht jetzt nicht so aus, als wenn es hier groß weitergeht. Nee. Ich sehe nur ein bisschen Eisen in der Wand und so, aber das müssen wir jetzt nicht unbedingt hier. Da. Hier haben wir Probleme hier, den ganzen Tag am Rummosern. Ja, geht's nicht nach oben. oh, warte. Marmor! Marmor. Boah, kennst du Marmorkuchen? Isst du gerne Marmorkuchen? Ja, klar. Oder Marmorkuchen am besten mit so Schokolade obendrauf. Oh. Was ich früher mal gemacht habe, ne? Als ich, nicht so oft gekocht habe wie heute. Nee, aber diese fertigen Marmorkuchen, ne? Kannst du ja auch kaufen. Und so, ne? Ja, genau. Diese viereckigen. Mhm. Und es tut mir echt leid, ich muss es zugeben, ich finde die total geil. Ich finde die auch lecker. Boah. Und das Problem ist, da kann man auch mal ein so ein Ding alleine essen. Ich hab da immer so reingebissen. Ja, natürlich. Das war beim Zocken früher immer, Counter-Strike und sowas, hast du einfach so einen Marmorkuchen genommen. Ja, und voll geil. Pause einfach. Ja, voll geil. Also natürlich, wenn man so Fernsehen guckt oder so, dann denkst du ja, boah, jetzt gönn ich mir mal. Dann machst du ja noch vielleicht so, machst du ja so mit dem Messer, machst du ja noch so Scheiben ab. Einfach nur, weiß ich so, das letzte Anzeichen von Zivilisation, weißt du. Aber ansonsten, wenn du den schon da hast, Alter, es ist so gut. Was ich auch im ersten Moment nicht schlecht fand, aber dann irgendwie fand ich es doch nicht mehr so geil, war, es gibt von... Wo geht's nach oben hin? Wir waren auf jeden Fall schon mal da. Stimmt. Es gibt von was ist denn das? Ist das von Exquisa oder sowas? So ein Fertigkäsekuchen aus dem Kühlregal. Ja, okay. Der schmeckt im ersten Moment richtig geil, aber dann hat der so einen komischen Chemienachgeschmack. Ja, okay. Nee, den kenne ich gar nicht. Das finde ich jetzt wieder nicht so geil. Aber dieser Fertig-Marmorkuchen und so ist geil. Tobi, hier oben geht's nach draußen. Echt? Ja. Geil. Mann, komm raus. Ich komm auch. Wir waren, an dieser Pflanze waren wir. Stimmt. Und weil wir uns, weil wir die Fackel immer links gemacht haben, können wir jetzt nämlich einfach so gehen. Oh, ist das Marmor? Nein, ist gerade Marmor. So. Oh, Kies. Ich hasse Kies. So. Magst du auch Steam-Keys nicht? Ja, Steam-Keys sind super. Kommt aber andere Keys, die ich verachte. So, Check meine Sponsoren. Das neue Spiel, jetzt schon runtergeladen. So, warte. Okay.
Boah, geil. Marmor Heaven. Ich sehe Licht. Und natürlich Kreide daneben. Diese verfluchte Kreide. Die so aussehen möchte wie Marmor, aber sie wird nie die Qualität von Marmor erreichen. Ach, Kreide, was machen wir nur mit dir? So. Hey, Tobi. Ja. Nachher wieder LOL Duel Match. Was? Ja klar, geil, Tobi, geil, freue ich mich drauf. Was machen wir da her? Was? Ist doch klar. Alles klar, machen wir. Alles klar, du weißt Bescheid, cool. Hä? So, wir müssen hier nach oben. Müssen wir nicht hier hinten hoch? Da geht's auch hoch, guck mal. Guck mal hier. Achso. Aber die Fackeln hier sind rechts. Das ist aber jetzt ein bisschen, also voreilig, finde ich, ne? Ja, aber guck mal, hier geht's raus und dann hier geht's da noch weiter. Ja, Fackeln links, richtig. Entschuldigung. So. Oh, Tobi, das schaffen wir nie. Doch, mit Kellogg's Frosties. Die wecken den Tiger in dir. Und dir. Lass ihn raus, den Tobi. Zeig ihnen, dass du es kannst. So, zack. Weißt aber, sie auf Kanz rein, ne? Also Kanz. Was denn? Kranz. Ah, cool. Oder Hans. Mhm. So, alles klar. Franz. Boah, du bist aber jetzt, wow. Der Tobi geht nach vorne. Mach das so lange, bis du nicht mehr drum herum kommst, das Wort zu sagen. Welches Wort? Das, was sich auf Franz reibt. Ah, Bilanz. Oder Guido Kanz. Oder Dominanz. Oder... Fällt dir doch eins ein? Penetranz, Tobi, Penetranz! Oder so, Vestittranz. Was? 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 Nochmal was? Vestittranz. Ja, oder generell Trans vielleicht. Oder so. Ja. Oder... Popanz. Oder Schwanz. Was? Ja, was vom ist das Tier für, halt, ne? Was die ist Rote. Das denn von... Ah, okay. Ich wollte schon sagen, was ist das denn für eins Wort? So. Ich habe wieder keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Bin ich schon weitergelaufen? Aber ich habe einen Huhn gehört. Das ist beruhigend. Oh. Alles klar. Diese Höhle bietet nicht viel mehr. Yeah, wir sollten das Huhn aber untersuchen, finde ich. Möchtest du ein Hühnchen untersuchen? Ich meine, ein heißes Chick. Weisen. War da hinten noch was? Nee, ne? Nee, leider nicht. Okay. Voll die Schlaffi-Höhle hier. Hat sich voll nicht gelohnt. Bis auf die 1000 Rohstoffe, die rausgenommen haben. Also aber nicht viel, weißt du? So. Nee, 1000 ist gar nichts einfach. Für unsere Verhältnisse vor allem. Wir sind ja von Planeten ganz anderes gewohnt. Oh, was ist das denn? Was ist los hier? Sackgasse. Toll. Naja, wenn wir schon mal hier unten sind. Ja, ciao. Hey, Tobi. Machst du. Okay. Dann lebe ich jetzt fortan hier unten. Allein. Cool. Gibt's nur bei Tobi auf dem Channel. Grubenhocken. Hey Tobi, was machst du? Nichts. Baust du ja unten einen Flur? Vielleicht. Vielleicht tue ich das sogar. Grongu. Grongu. Oh, Heuschrecken, die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Haut euch. Kann nicht sagen, dass ich die vermisst habe. Was machst du denn? Haut euch, was machst du? Baue mich hoch. Ach so. Baue meinen Weg in die Freiheit. Ins Wasser rein. Also,
War doch klar, ey. Nein, das sind Spinnen. Oh nein, ich hab wieder einen Freeze. Alter, das darf nicht wahr sein. Was ist da los? Doch nicht jetzt. Nein! Toll, was los? Was los? Ich kann dir nicht helfen. Höhle. Was? Achso. Meine Höhle. Hier sind ja Monster an, hab ich ganz vergessen. Fuck, ich hab einen Freeze. Das Problem ist, wenn ich einen Freeze habe und bin auf dem Server. Ja. Und da kommen Viecher. Die bringen mich auch immer um. Die können mich doch super runterprügeln. Weiß ich nicht, ob die dich umbringen. Ja klar, wenn ich mich nicht bewege und stehe da einfach rum. Nee, du klar. Bist aber gerade disconnected. Ja, ja, ich habe Minecraft wieder abgeschmiert. Abgedingst. Da ist ja okay. Karma Strikes Back, was soll das heißen? Warum? Warum habe ich in letzter Zeit, oder warum habe ich heute? In letzter Zeit ist das ja nicht. Warum habe ich heute so eine Freezes? Das ist mir ein Rätsel. Ich habe jetzt auch nichts großartig offen oder so. Sehr merkwürdig. Nur hier ist auch nichts Verdächtiges. Nichts Verdächtiges? Nein. Tobi, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich versuche mich hier gerade in Sicherheit zu wiegen. Ich warte auf dich. Plötzlich war mein Leben nie so, wie es vorher war. Ich war allein. Ich weiß nicht, der Rechner überhitzen? Kann ja nicht sein, da wird der ganze Rechner ja einfrieren, nicht nur Minecraft. Vielleicht, eine Wasserkühlung hast du nicht, ne? Doch. Hast du eine Wasserkühlung? Nee, okay. Wasserkühlung, ja. So richtig krasse Wasserkühlung. Ja. Komisch. Liegt es am Streaming-PC? Nee, der ist völlig autark. Der hat hier nichts mit zu tun gerade. Läuft nicht. Nee, Streaming-PCs hatten wir ja gehabt, dann TTT, als wir aufgenommen haben, ne? Genau. Also er steht da rum, aber ist noch nicht, der ist noch nicht aktiv. Ich bin damit gerade noch so am Rumtesten wegen Sound, kennst du ja wahrscheinlich. Ja, Sound ist echt das größte Problem eigentlich. Aber der Drytik meinte, er würde sich damit auskennen. Ah, der Drytik meinte das. Achso. Der Drytik meinte das. Hat er vorhin im Chat geschrieben, wenn sie demnächst nicht mit Streaming-PC hier sitzen und sagen, das läuft über ein Streaming-PC, ist Drytron schon. Ja, ist so. Ja. Weil große Klappe, weißt du, und dann nicht delivern. Weißt du? Ist echt so. Na gut, Drytik. Schau mir den Namen gerade mal auf, ja. Drytik. So. Er ist jetzt on the list, wie bei Chris Jericho. Jetzt sitze ich hier oben, jetzt kommt ja kein Monster mehr, oder was? Chunkloading Default, wir haben alles gemacht. Der Dryteek schreibt doch gerade, ich kenne mich auch mit der Smeltery aus. Ja, haben wir gemerkt, Dryteek. 3x3, Alter. Ja, genau. Maximal 3x3. Da wird Minecraft richtig rennen, wenn der Dryteek fertig ist. Hier sind Schleim.